Bill Cosby wurde aus dem Gefängnis entlassen und ist jetzt nicht nur auf freiem Fuß, er gilt auch als unschuldig. Trotz seines Geständnisses befand das oberste Gericht im US-Staat Pennsylvania, dass es den Strafprozess gegen Bill Cosby nicht hätte geben dürfen. Es hob damit das Urteil wegen sexueller Nötigung auf. Der TV-Star saß seit 2018 in Haft und sollte eine Strafe von mindestens 3 und höchstens 10 Jahren verbüßen. Bisher waren sämtliche Anträge auf Berufung und vorzeitige Entlassung abgelehnt worden. Obwohl der 83-jährige Entertainer in einem Zivilprozess ein Geständnis abgelegt hatte und obwohl Geschworene es für zweifelsfrei erwiesen angesehen hatten, dass er eine Frau betäubt und danach sexuell missbraucht hatte, Cosby ist frei, er gilt als unschuldig und kann nicht mehr belangt werden, weil er nie rechtskräftig verurteilt wurde. Seine ehemalige Serienehefrau der Cosby-Show, Felicia Rashad, reagierte bereits im Netz auf seine Freilassung und schrieb: "Endlich! Ein furchtbarer Fehler wird richtiggestellt. Ein Justizirrtum wird korrigiert." Ebenfalls meldete sich ein Fan von Bill Cosby auf Twitter so zu Wort: "Seien Sie und Ihre Familie gesegnet, Sir. Wir haben immer an Ihre Unschuld geglaubt. Genießen Sie Ihre Freiheit." Aber es macht sich auch negative Stimmung im Netz breit und so zwitscherte einer von zahlreichen Usern: "Ich bin von der Rücknahme des Urteils gegen Bill Cosby schockiert. Opfer müssen mit den Konsequenzen der Taten ihr ganzes Leben lang klarkommen, weshalb Täter nicht. Hashtag MeToo." Auch der Schauspieler Bill Cosby selbst reagierte auf seine Freilassung und schrieb: "Ich habe weder meine Haltung noch meine Geschichte geändert. Ich habe immer meine Unschuld beteuert. Danke an alle meine Fans, Unterstützer und Freunde, die mir bei dieser Tortur zur Seite standen. Besonderer Dank gilt dem obersten Gerichtshof von Pennsylvania für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit."